Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Knight. Wir sehen könnt, wir sind gerade im Ladebildschirm noch. Denn jetzt muss alles schnell gehen. Wir bekommen eine neue Bedrohung. Die dürfte glaube ich noch nicht gewesen sein im Video. Ich weiß nicht, wie ich die Folge davor gerendert habe. Wir bekommen Fledermäuse und die sind richtig böse. Heißt, da müssen wir jetzt ziemlich schnell agieren und dann sagen: Ihr hier, alle nach da unten, zack. Wir brauchen nämlich hier unten erstmal eine gewisse Verteidigung. Jupp, hier runter, da runter und hier hin. Na, okay, darunter, darunter, hier lang. Weil das wird nämlich hier so nicht funktionieren, was ich gerade hier versuche aufzustellen. Hier entlang. Und du gehst hier rüber hin. So, dann haben wir noch eine ganze Armee hier unten. Die darf wieder erfolgreich nach hier oben laufen. Du kommst auch hier rüber. Und wir müssen mal gucken, wir haben doch bestimmt einige, wo keine Perks oder sonst was haben. Die können wir nämlich weiterverarbeiten. No Perks, hier herkommen. Brauchen mehr Musketier. Move slow, macht nichts. Wirst auch zum Musketier. Zack. Also wenn du langsam bist, kann man dich eigentlich auch zum Grenadier machen. No Perks, ab an die Waffe. Ab an die Waffe. So, bei mir was, bei mir was, bei mir was. Na, der wird hier vorne mal bleiben. Einfach nur als Heroic-Aktion. Dann tun wir das aufmotzen. Das tun wir aufmotzen. Einfach mehr als interessant werden. So, und dich machen wir auch zum Musketier. Haben wir sonst schon jemanden ohne Perks? Du kannst bauen und reparieren. No Perks. Hier mitkommen. Ah, bauen und reparieren. Hier bitte mit runterkommen. So, du auch Musketier. Je mehr wir haben, umso glücklicher bin ich. Ist jetzt so echt wahr. Umso mehr wir haben, umso glücklicher bin ich. So, schauen wir nochmal. Ihr müsst alles Musketiere sein. Musketiere und Grenadiere, soweit ich weiß. Spearman nach da vorne. Grenadier, Spearman nach da vorne. Okay, jetzt habe ich genug Truppen, ich glaube hier. Um Schaden anzurichten, sagen wir es mal so. Okay, das ist Bowling, das darf ruhig bowlen. Das darf so viel bowlen, wie es möchte. Was haben wir denn hier noch? Ist eins, wenn er Steine abbaut. Moment, dann stehe ich mal hier hin. Undead Bats has been released. Ja, das ist das, wovon ich jetzt die ganze Zeit schon Angst hatte. Davor hatte ich jetzt die ganze Zeit schon Angst. Okay, Bauarbeiter, du gehst wieder nach oben und darfst hier weiter farmen. Dankeschön. Grenadiere, ab nach da vorne. Ab nach da vorne. So, hier rüber. Hier auch noch hier drüben hin. Schießt sie alle, schießt sie alle. Oh mein Gott. Okay, wo sind die Fledermäuse? Von denen habe ich nämlich am meisten Angst. Genau, da oben kommen sie. Die haben nämlich das letzte Mal all meine Leute getötet. Aber so massiv, das war nicht mehr feierlich. So, hier. Alle Mann hier. Nein. Schön hier unten bleiben. Schön hier unten bleiben. So, bitte weiter abschlachten. Der nächste ist mit da. Lieben gerne. Komm her. Ich bombardiere gerne, wenn ich kann. Und jetzt bitte. Schieß sie weg, Yippie! Schieß sie weg, ja! Besser, 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 besser! More Damage! More Damage! So, mehr HP! Mehr HP, warum nicht? Mehr HP! Das war's, wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, okay! Das war jetzt besser als erwartet! So, ihr vier geht mal nach da oben hin! Du Spearman bleibst hier! Was haben wir noch alles? Hier Musketiere! Hier noch ein Musketier! Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Ihr kommt direkt nach da oben hin. Haben wir noch einen vierten, dem hochschicken können? Nope, aber ein Grenadier. Du kommst auch direkt mal mit. Du hier nach da oben hin. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, mitkommen. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir die Leute irgendwie gut verteilen. Weil da oben kannst du nämlich auch weiter schießen. So, du kommst noch mit. Auf nach da oben. Was ist mit dir? Auf nach da oben. Musketier, auf nach da oben. Also wie die hier, auf nach da oben. Oh komm schon, ernsthaft, ernsthaft. Mach das Ding kaputt, dankeschön. Ich kann gerade sagen, also das, daran dürfte es nicht hängen bleiben. Daran darf es einfach nicht hängen bleiben. So, Grenadier, auch nach da oben. Haben noch jemanden da unten? Ihr habt noch einen weiteren Grenadier. Also wie du noch mit nach da oben kommst. Oh, das ist so herrlich, das ist so herrlich.
so nicht anders muss das auch funktionieren. Musketier hier rüber. So, ihr drei hier nach da oben. Wir brauchen so viel wie möglich. Oh Gott, da hinten geht's wieder los. Da hinten geht's schon los. Du hier. Bitte dorthin. Okay, auf was schießen die jetzt? Ich sehe unten nämlich gerade gar nichts. Ach, natürlich da unten wahrscheinlich. Ja, super. Natürlich genau das, was ich jetzt nicht brauche. Okay, Musketier. Grenadier. Was soll es hier? So. Dann einfach hier mal hoch. Einfach mal, was soll's. Was soll's. So, du rüber noch hin. Dann du gehst hier noch rüber hin. Jetzt müssten wir, glaube ich, eine stattliche Armee noch haben. Yep. Mit dem wir hoffentlich die Viecher aufhalten können. Yep, das sollte funktionieren. Das sollte sowas von funktionieren. Attacke! Attacke! Einmal angreifen! So nein, Nahkampf, wie es irgendwie geht. Haltet sie auf! Haltet sie auf, meine Freunde, haltet sie auf! Wenn das nicht schaffen können, dann haben wir nämlich ernstzunehmende Probleme an der Bagge. So, ihr macht das weg. Du kommst auch nochmal mit. Wir brauchen nämlich da mehr Leute. Also viele Leute werden. Oh je! Okay, noch näher ran, noch näher ran. Wenn die Riesen nämlich kommen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich mehr als ein Problem. Wie viel haben wir denn? Wir haben noch ziemlich viele Leute. Wir haben noch ziemlich viele Leute. Haben wir denn? Yep, die sind weg. Okay, okay. Haben wir noch welche, die irgendwas schmeißen können? Gerade nicht. Gerade nicht. New Village has arrived. Das ist schon mal gut. More Damage. Ja, mehr Schaden ist immer gut. Mehr Schaden ist sogar richtig gut. Bis zu einem Mining Stone. Okay, du kommst mit. Bis zu einem Iron. Haben wir noch irgendwas mit Iron? Da haben wir Iron. Muss gerade echt drum gucken. Bis eins, wenn man Gold abbaut. Einmal nach hier oben. Hier haben wir genug Gold. Ja, haben wir richtig gut überlebt, du. Muss ich schon gestehen. Muss ich schon gestehen. Haben wir noch jemanden, der gerade nichts macht? Yep, du hier. Bis eins für Mining Stone. Okay. Wir haben doch bestimmt noch einen, der plus 1 macht, wenn er irgendwas abbaut. Man möchte nämlich Sulfur abbauen, wenn es geht. Ihr habt dich hier. Sulfur will mitnehmen. Sonst haben wir nur normale Leute. Yep. Sonst haben wir nur noch normale Leute. Gerade wir haben ein paar Heiler noch hier. Das ist auch soweit in Ordnung. Plus 100 Schaden. Ja, ich bitte doch darum. Ich bitte doch sehr darum. So, und wenn wir jetzt noch im Angriff stehen, könntest eigentlich du hier mal schauen. Dass du im Bestfall yep, den Händler haust. Das dürfte doch richtig gut sein. Dann bräuchte man nochmal einen, der baut eigentlich. Wer baut denn hier? Hatten wir noch irgendeinen? Building Repair, Building Repair, mitkommen. Bitte einmal mitkommen. So, 100% mehr Schaden. Yep, du bist zum Musketier. Huhuhuhu. So nicht anders muss das Ganze verlaufen. Bewegst dich schneller, machst Nahrung, das heißt, du kannst auch mal hochkommen. Du wirst definitiv auch noch zu einem bewegen. Dann machen wir dich am besten zu einem. Zum Pikinier. Warum nicht? Plus Rüstung. Oh ja, kommt nur der, kommt nur der. Ich weiß jetzt, wie ich gegen euch vorgehen muss. So, Cell, okay. Wir machen jetzt Klicken bis zum Umfallen. Einfach nur, dass wir so viel Gold wie möglich bekommen und so viel Sachen verkaufen können, bis zum Umfallen. Sarah Lake Beaver ist now ein Musketier. Ach, das ist doch schön, das freut mich doch zu hören. Da bin ich doch happy darüber. Oh Mann. Die fallen echt bis zum Umfallen. Er muss nachher die ganze Vorbasis wieder aufbauen. Weil das ist eigentlich jetzt meine einzige Möglichkeit, die Viecher hier so weit aufzuheilen, dass ich die Fledermäuse abschießen kann. Bevor irgendetwas anderes mich in den Popo schießt und ich dann ausschaue wie nichts anderes. So, hier, bitte, bye. Kaufen, 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 kaufen. Gib alles an Gold aus. Ja, ist schön, wenn jetzt Gold zu Ende ist. Es macht gerade überhaupt rein gar nichts aus. Okay, haben wir alles hinter uns gebracht hier. Es scheint so zu sein. Dann bitte, reparieren. Geh mal du wieder nach wie vorne. So schnell verkaufen, wie man nur können. 72. Das wäre mal schön, wenn wir ein paar mehr Leute hierher bekommen könnten. Das wäre echt super.
So, hier können wir auch noch ein bisschen was verkaufen. Ja, Eisen ist weniger geworden, macht aber gerade nichts. So, und bye. Bye, 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 alles einkaufen. So viel wie wir nur irgendwie einkaufen können. Ja, und der verschwindet bald. Wenn wir einen Goldmotor mehr Schaden machen, ab nach oben. Goldabbau, ab nach hier unten. Goldabbau bin ich immer dafür zu haben. Okay, was können wir noch machen? Wir können noch mehr Essen verkaufen eigentlich, weil das bekommen wir eh wieder ziemlich schnell zusammen. Genauso wie Holz. Und dafür kaufen wir jetzt noch jede Menge Sulfur ein, dann passt es. Ja, yep, du kannst gehen, mein Freund, du kannst gehen. So, Musketier, ab nach hier. So. Gold has been depleted. So, das heißt, ihr hier, kommt mal nach da unten hin. Weil ihr müsst jetzt mal gucken, dass ihr die ganzen Sachen hier unten tötet. So nach und nach zumindest. So, du bist schneller, also wirst du auch. Zack, ein Crafter hier. 50% mehr Schaden, 50% mehr Schaden. Bomben. Was soll's. Wir brauchen ein paar Bomben mehr. Bomben mehr, Bomben mehr. Bauen, reparieren. Dann kommt ihr zwei auch mal mit. Woodshopping plus 1. Okay. Das ist wieder mehr Schaden, Musketier. Haben wir doch schon mal hinter uns gebracht. So, was kannst du denn machen? Plus 1, wenn du irgendetwas abbaut. Okay. Dann bau doch mal hier irgendetwas ab. Was ist denn mit dir los? Bei Eisenabbau. Eisenabbau heißt so viel wie, du gehst nach oben. Komm her. Put, 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 put. Eisen haben wir hier. Was noch meine für Eisenabbau? Sulfur haben wir, du warst. Zwei bei Goldabbau. Jetzt haben wir langsam keine Goldbrocken mehr, auch wenn es wie so ausschaut. So. Gold hier hinten. Ein Grenadier mehr. Wunderbar. Plus 1 Chopping Wood, das ist auch schon mal gut. So, ihr kommt alle mit. Jetzt nehme ich nach und nach hier unsere Pseudo-Verteilung wieder aufbauen. Sozusagen. Beziehungsweise du hier rennst einmal komplett nach da vorne hin. Okay, haben wir denn momentan... Hier haben wir noch einen. Das ist schön. Dann brauchen noch ein paar Leute mehr eigentlich. Und noch irgendwelche mit einfach nur Perks. Plus 1 Farming, plus 2 Farming. 1 Wind Farming. Ach, guck mal an, wie wir hier haben. Wir haben noch eine ganz langsam, so wie es ausschaut. Musketier, Musketier, hier nach oben. So, wegbauen, wegbauen. Hat, glaube ich, alles eingenommen, oder? Ja, der hat alles eingenommen, okay. So weit vorne kann ich gar nicht bauen. Das ist doof. Das ist mir jetzt doof. Okay, das ist echt das Maximum, was ich rausholen kann. So, das heißt, wir müssen Zeit wieder kaufen. Ja, eigentlich nur Zeit erkaufen. Das war's schon. So, du baust das ab. Du baust das ab. Du gehst nach oben und baust das hier ab. Stein. Dann darfst du ja mehr Steine abbauen auf der Seite. Nahrung bekommen wir auch gerade wieder dazu. Das ist auch in Ordnung. So, die Frage ist, haben wir noch irgendwelche? Yep, die haben wir noch mit No Perks. Dann schicken wir eher... Das hier machen wir auch rein, was soll's. Was soll's? No Perks. Ab nach da unten. Ich habe lieber meine Leute... Wächst sich langsam, das ist natürlich doof. Aber du musst auch nicht viel können. No Perks, No Perks. Wir haben ja ziemlich viel mit No Perks und Reparaturen hier unten rumhängen. Ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. Plus 1, wenn man irgendwas abbaut, dann baut doch irgendwas ab. So, hier haben wir was, hier haben wir was, hier haben wir was. Dann geht ihr jetzt mal nach da hinten hin. Und ihr dürft hier schon mal weiter aufbauen. So, hier rüber, hier rüber. Also mit ein paar Leuten gleichzeitig ist das relativ schnell gemacht. So, wir haben genug Musketiere. Ihr zwei werdet beide das hier werden. Weil wir vielleicht noch irgendeinen anderen finden könnten. Plus 1 to Armor. Ja, ich bitte dich. Prägnier dafür. Prägnier dafür. No Perks. Plus 2 Nahrung. Ihr bringt, glaube ich, auch jeweils plus 2 Nahrung, wenn ich mich sichere. Boah, haben wir noch jemanden, der gerade nur... Ja, weißt du was, komm du hier. Ich würde mal sagen, auf nach da unten.
egal, was ich hier versucht, aber... Ups, das war ich eigentlich weniger. Okay, hier läuft irgendwas so ein bisschen schief. Mit Betonung auf Apples schief. Du baust und du baust. Haben wir noch? Na gut, wir haben noch einiges an Zeit übrig. Tier 2 Spearmen haben wir jetzt ein paar Stück wieder. Wunderbar. Das heißt, ihr könnt mal bis hier unten runterlaufen. Genau, wir kommen jetzt auch gerade mehr als genug dazu. Gartau has been finished. Dann müssen wir doch noch ein paar mehr bauen. Dass wir wirklich alles töten können. Bevor die großen Viecher kommen. So, ich stelle euch mal hier rüber hin. Und haben wir noch irgendjemanden, der gerade am Minen ist da unten, der gerade nichts zu tun hat? Wir haben gerade alle was zu tun, stelle ich gerade fest. Ihr kommt wieder nach da oben. Nein. Jetzt noch darüber. Und geht hier nach unten dann. Carpenter Tower has been completed. Dankeschön. So. Du baust den hier hin. Du baust den hier dorthin. Können wir jede Menge Ressourcen verprasseln. Was brauchen wir nicht? Steine momentan. Steine ist gerade sowas, was wir nicht so unbedingt so viel brauchen. So. Und die Leute müssen wir natürlich auch hier aufhalten können irgendwie. So, und wenn ihr soweit hier dann seid, könnte man auch eigentlich sagen, ihr kommt wieder zurück und arbeitet dann auf den Feldern. Damit ich euch immer griffbereit habe, sagen wir es mal so. So, kann ich denn mit Shift das Ganze auch machen? Nee, geht leider nicht, okay. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Oh, das heißt, du gehst wieder zurück nach oben. Du gehst auch zurück nach oben. Und du bist derjenige, der jetzt noch vor uns die Sachen hinbauen darf. Okay, irgendjemand habe ich jetzt... Ach du, da unten war es gerade, okay. Hab gerade die falsche Person angeklickt. Kann ja mal passieren. Oh, hat irgendjemand jemand nicht vorne rumstehen? Ich dachte, ich hätte vielleicht jemanden mal vorgeschickt, aber was soll's. So, bitteschön. Mehr Schaden machen. So, was haben wir noch als mehr HP? Solle plus Rüstung können wir den Leuten unten geben. Das klingt nur noch was. Eine Horde Zombies kommt auf uns zu. Ja, ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich ganz und gar nicht gut, aber was soll's. Soll uns jetzt mal nicht jucken. Na okay, die Verteidigung wird es wahrscheinlich jucken. So, einmal abgegradet. Könntest du es auch nach vorne schicken, aber möchte ich gerade überhaupt gar nicht. Weil die werden, soweit ich weiß, eh an dem ganzen Zeug hier nichts machen. So. Hier weiterbauen. So, damit wir ja genug Nahrung mehr haben. Du kommst in die Nahrungsmittelposition rein und du auch. So. Stellen wir dich mal hier drüben hin. So, und du gehst hier runter und buddelst hier mal ein bisschen weiter. Dass wir mal ein bisschen vorankommen hier. So, was ist mit dir? Plus zwei, wenn man Stein erbaut. Dann machen wir das doch glatt mal. Und du hast keine Perks, du hast keine Perks. Und du bist Reparatur. Na, zwei Stück ohne Perks. Aber ich will mal sagen, euch zwei könnten wir vielleicht sogar opfern einfach nur. Ich weiß, es ist böse von mir, es ist richtig böse, aber... Ich versuche eher neue Leute herzubekommen, die auch Perks haben, die uns auch was bringen in dem Sinne. Ja, die können wir vielleicht nachher rausschicken. Wobei, nee, wir brauchen wenn dann jetzt Leute. Wenn dann brauchen wir jetzt Leute. So, wie schaut das Ganze denn hier aus? Können wir ein bisschen was machen? Du gehst hier rüber. Und ihr geht alles soweit mal hier runter. So, wenn hier irgendwas ist, ich werde es abfangen können. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Na, hier hin, so. Wunderbar. Ein Stone Deposit ist weniger geworden. Okay. Wo denn bitte? Ich würde sagen, ah, da hinten. Wenn man mir noch die Richtung immer zeigen könnte, wäre ich ganz, ganz dankbar dafür. Also so richtig dankbar sogar. Ich bin gespannt, ihr zwei hier.
was ihr gegen die Zombies ausrichten könnt. Es sind noch keine Boomer bisher gekommen, was mich etwas gewundert hat, aber okay. Man kann ja nicht immer alles haben. So, wir gucken mal, dass wir den Bereich unten voll ins Weg bekommen. Das wäre schon richtig gut hilfreich. So, hier irgendwo. Da kann man nichts... Ah, da kann man was aufbauen. Was ist mit dir los? Was bist denn du für einer? Bis zwei Chopping Wood. Ja, das hat man dich doch mal auch richtig ausnutzen, effektiv. So, was ist, wenn ich jetzt sage? Eine Taverne. Jupp, die passt dir sogar hin. Wunderbar. Einfach nur, damit schneller mehr Leute kommen. Soweit ich weiß, sollte das der Trick dahinter sein. Wir haben es noch nicht Nacht, das ist schon mal richtig gut. Dann können wir nämlich noch ein bisschen was machen mit Beton auf ein bisschen. Ja, hier irgendwo, da vielleicht. Ja, da können wir es machen. Die Bäume werden aber auch hier weniger, also... Ich muss mir demnächst wieder neue besorgen. Dass mir die ganze Phalanx wieder voll mit Bäumen macht. Okay, wieder an der Nahrungsmittelproduktion. Wir sind gerade so an der Grenze, dass es passt. Gerade so. Na gut, wenn der ist auch noch vor uns. So, hier. Du bist ja irgendwo, der dann ein bisschen verteidigen darf. Die haben tatsächlich Schaden immer angerichtet. Wow, okay. Auch nicht schlecht. So, das Ding haben wir wieder vor uns verbarrikadiert. Das dürfte nichts passieren. Wir haben oben jede Menge Musketiere. Also, die dürfte die auch vor uns wegballern können. Ja, sehe ich jetzt mal kein Problem damit. Und da sehe ich mit nichts Probleme. Kann man was noch machen? Vielleicht noch einen Heiler bräuchte man nachher nochmal. Oh, Hallöchen. 50% mehr Leben. Hi, mein Freund, du kommst in die mobile Infanterie. Boing. Wunderbar und wunderschön. Haben wir noch irgendjemanden gerade frei? Nur den Bauarbeiter. Okay, das ist aber auch klar. Das ist klar, dass der gerade frei ist. Nur Eisen gefunden. Okay. Ist mal schön. Ich brauche nicht jedes Mal irgendwie ein neues Grab oder so. Okay, die machen hier unten doch schon was kaputt. Mist. Aber... Sie randalieren nur. Okay, sie randalieren nur. Das ist schon mal gut. Weil mit gutem Glück überlebt es das Ganze und ich muss eigentlich nur reparieren. Hallo, bitte? Ich würde sagen, bitte einmal hier unten arbeiten. So, was ist mit dir los? Macht mehr Schaden. Mein Freund, du wirst zu einem guten Musketier. Ich würde gerade sagen, eventuell Grenadier, aber nein. Machen wir Musketier aus dir. So, bingo. Jupp, die Türme überleben. Die überleben aber sowas von. Also, die können wir gleich richtig schön reparieren. Die haben keinen Überlebensschuss. Die haben sowas von keinen Überlebensschuss. Wir haben hier die noch hochgepusht. Das ist auch in Ordnung soweit. So, bitteschön reparieren. So, ich kann gerade sagen, möchte jemand rauskommen? Oh je, Jungs. Ich kann gerade sagen, bitte einmal niederwalzen, dankeschön. So, du bist gerade fertig am Reparieren? Ja, das passt dann schon, das passt schon. Neue Musketiers aufgetaucht. Herrlich, Sordle. Ich würde sagen, bitte eher reparieren, als nach oben zu steigen. Aber okay. Alles soweit in Ordnung. Haben wir irgendjemanden, der gerade nichts macht? Nein. Iron Deposit ist weg. Okay, jetzt haben wir jemanden, der nichts macht. Und mit Eisen darfst du gleich wieder weitermachen. So, du ab nach da vorne. Du hast mehr Lebenspunkte als sonst jemand. Dann kannst du auch direkt nach vorne gehen. So, reparieren. Es wird interessant. Mehr HP. I has been found. Okay, jetzt müsst ihr aber nach oben. Jetzt ist die Zeit wieder gekommen, indem ihr euch beweisen müsst. Sagen wir es mal so. So, wir tun jetzt nichts weiteres hier freigraben, weil sonst kommt noch irgendwas Dummes auf uns zu. Und das möchte ich, wenn es geht, doch vermeiden. So. Bitteschön, bau weiter. One Unit Selected. Danke, das ist schön, dass du mir das jetzt sagst. Wenn wir den Tag überstehen, die Nacht überstehen, werde ich sowas von glücklich sein. Das glaubt ihr gar nicht. So, ihr seid alle Nahkämpfer und kommt hier rüber hin. In der Theorie müssten sie eigentlich alle auf die Nahkämpfer übergehen, dann dürften die unsere Musketiere nach oben schießen bis zum Umfallen.
Mich denn doch, das habe ich auch schon abgegradet. So, dann bitte ein paar Pfeile noch aufbauen. Solange wir es können. Wir können immer noch unsere Leute hin und her manövrieren. Das ist ja noch kein Problem hier. Das soll das geringste der Probleme sein. So, hier bitteschön. So viel irgendwie möglich aufbauen. Bin ich froh, dass ich jemanden habe, der... Oh, wir gehen ein bisschen runter, gerade in Nahrungsmitteln, okay? Also nicht unter, sondern runter, so muss ich ja sagen. So, die Fallen müssen alle aufgestellt sein. Das muss so viel Schaden machen, bis sie umfallen, dass wir eine Todesschneise haben, so in der Richtung. So, bitteschön. Puh, das sollte hoffentlich ausreichend sein. Und ich erwarte eigentlich Gegner. Aber es kommt nichts. Ich sage auch nicht nein dazu, haben wir meine Nacht ohne Gegner, aber das ist schon recht merkwürdig. Ah, wo ist sie? Doch, irgendwo geht immer. Irgendwo geht das Ganze doch immer. Jetzt da. Slaughterpool ist Bowling, okay. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Jetzt müssten ja eigentlich auch die... Ja, bis kommen die Kavallerie-Golems wieder. Ja, das ist natürlich nicht so gut. So, du gehst auch mit hier rein. Undead Bats. Ja, dann lassen wir euch einfach mal hier vorne. Weil hoffentlich greifen dann die hier unten an. Und die werden dann immer abgeschossen. Ich hoffe es inständig. Ich hoffe, die Taktik funktioniert. Moment, ich habe noch eine Idee. Wir speichern kurz mal. Episode Nummer 3. Falls das schief gehen sollte. So, die Untoten sind jetzt auch aus ihrem Schloss hier unten gleich raus. So, ein Bett haben wir bis zum Umfallen. Yep. Noch werden hier die Kleinviecher abgehalten. Uiuiui. So, sonst habe ich jeden beschäftigt, yep. Aber 72 ist echt zu wenig. 72 ist sowas von zu wenig, hier. Oh je. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Stein. Stein ist zu Ende, dann bitteschön. Es gibt hier oben noch mehr Stein. Bau so viel ab, wie du nur willst. Yep. Okay, sie werden hochgehalten. Ist schon mal gut, ist schon mal sehr gut. Autsch, 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 autsch. Zwei Stück sind tot. Nur zwei. Okay, zwei Stück geht, zwei ist in Ordnung. Sag, auf was schießt ihr denn bitte da unten? Da unten ist nichts. Jungs, da unten ist nichts. Ihr braucht nicht schießen, dankeschön. Okay, zwei Musketiere sind weg. Das geht, ist in Ordnung. Gata, wo ist du? Und die lassen nur kaputt sein. Das sage ich nicht nein dazu. Lass die Dinge einfach kaputt machen. Könnte ich vielleicht sogar noch weiter hochziehen. Oder hier oben noch ein bisschen anders hinstellen, dass wir noch mehr Platz bekommen. New Village has arrived. Okay, bitte sag mir irgendjemand mit Schaden. Du bist eins für Mining Stone. Nein. Du bist definitiv nicht der, was man eigentlich braucht an Perks, aber okay. Ich akzeptiere dich in unseren Reihen. Was soll ich? Nein, komm, was soll ich wegnehmen? Du darfst dir aufsammeln, du darfst hoffentlich siegreich kommen. Schmeißt der? Schmeißt sogar Brocken auf unsere Fallen drauf. Na, danke auch fürs Gespräch. Aber es ist gut, dass wir halten sie noch auf. Wir halten sie noch auf. Die Taktik funktioniert. So, wir haben hier nochmal jemanden. Wer ist denn das? Bleibst du bei uns diesmal? Plus 1 Rüstung? Yep. Eine Plus 1 Rüstung wird hier... Die lassen wir. Was warst denn du für einen überhaupt? Ein Ramponierender. Yep, das ist klar, dass du viel Sachen kaputt machst. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich noch sagen... Ich möchte noch einen weiteren Heiler. Zack, hier. Heiler braucht nämlich auch Rüstung. Okay, es sieht relativ gut aus, mit Beton auf relativ. Wir haben ein paar Türme zu viel gebaut, so wie es ausschaut. So, die Frage ist... Inwieweit? Was kannst du machen? Du bewegst dich schneller. Dann wirst du auch zur Mobilinfanterie gejagt. Ein Hoch auf die Mobilinfanterie. So, ihr kommt jetzt alle mal. Und ich möchte so viel wie möglich
an Leuten haben, die hier schießen können. Weil wenn sie ungefähr hier sind, müssten wir sie eigentlich gut abfangen können. Und jetzt ab. Los geht's. Los, 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 los. Angreifen, angreifen, angreifen. Au, mein Gott, das sind viele gewesen. Es waren zu viele gerade, wo drauf gegangen sind. Wow. Ein Stück auf einmal. Bewegst dich schneller. Zack, hätte ich vielleicht eher andersrum machen sollen, aber egal. Was soll's, was soll's. Macht es so schnell für euch, wie ihr nur irgendwie könnt. Komm, 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 komm. Es sah schon mal schlimm aus in Sachen Verlustrad. Es sah schon mal schlimm aus. So, bitteschön. Den anderen von uns wegmachen. Und weg. Und weg, und weg, und weg. Kanzel. Moment. Wir brauchen gerade ein paar Heide. Wir brauchen gerade ein paar Heide. Wir haben nämlich gar keinen mehr an der Front. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, Pier und Rüstung. Bitte schön an dich. Plus zwei Armor. Bitte schön an dich. Nimm alles mit davon. Das heißt, sie werden es diesmal wieder nicht schaffen bei Tag 10. Sind wir jetzt auch schon angekommen? Wow, okay. Das eins mit Job im Wood. Nein. Wir müssen aussortieren. Wir müssen ein bisschen aussortieren. Wir dürfen nicht mehr jeden nehmen. Das eins mit meinem Iron. Yep, du bleibst auf jeden Fall da. Plus 2, Entschuldigung. Was ist mit dir? Plus 2 mal 1 Stone. Yep, natürlich. Du bleibst auch da. So, Heiler mitkommen. Ich weiß immer, ich glaube, die schießen nach da unten die ganze Zeit. Ich bin mir nicht so ganz sicher. No Perks, no Perks. Dann, Entschuldigung, musst du leider sterben. Es hilft nichts. Ich hätte es ja gern anders, aber es hilft nichts. Keine Perks bringen uns was. Wenn du keine Perks hast, bringst du uns nichts. So rum. Ich weiß eigentlich nicht, dass du nach da unten gehst, aber okay. Wir verlieren gerade so ein bisschen an Nahrung. Also es wäre gut, wenn wir mal so ein Farm oder so zu bekommen könnten. Das wäre super. Achso, warte, wir können sogar Einheiten töten. Dann müssen wir sie gar nicht in den Tod schicken. Okay. Macht die Sache um einiges einfacher. Plus 1 Rüstung. Du weißt, was du werden willst. Ja, warten wir lieber nochmal. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Aber okay, wisst ihr was? Hier mache ich den Cut, weil die werden wir eh besiegen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmerunde wieder. Bis dato, aber hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Video erst einmal kündet. Macht es gut und wie immer. Tschüssi.